Unsere Reise durch die Täler von Primiero und Vanoi beginnt in San Martino di Castrozza auf 1450 Meter Höhe, wo die Felsspitzen der Pale den Ort mit der Atmosphäre des Hochgebirges dominieren. Die lange Touristiktradition dieses Zentrums in den Dolomiten begann Mitte des 19. Jahrhunderts, als einige englische Alpinisten die Pale di San Martino entdeckten. Heutzutage findet der Reisende hier einen modernen Ort vor, mit Tourismus auf höchstem Niveau. Die Zeit verfliegt zwischen einem Ereignis und dem anderen, Freizeitangeboten, Sport und Erholung. San Martino di Castrozza ist ein ideales Ziel sowohl für Bergsportfans als auch für diejenigen, die einen Ort mit einzigartig feinem Charme suchen. Nur wenige Kilometer von San Martino di Castrozza entfernt, verbindet der eindrucksvolle Passo Rolle Primiero mit den anderen Dolomitentälern. Der bekannte, vom unverwechselbaren Profil des Cimon della Pala beherrschte Alpenpass ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge jeder Art. Wenn wir zur Talsohle hinuntergehen, kommen wir erneut an San Martino di Castrozza vorbei und erreichen dann Fiera di Primiero, einen eleganten Ort mit vielen original belassenen Ecken. Auf einem Spaziergang durch den historischen Ortskern entdecken wir auch seine versteckten Seiten. Im oberen Teil des Tals finden wir andere kleinere, aber ebenfalls malerische Orte wie Siror, Donadico und Transacqua. Im unteren Teil der Talsohle liegen Mezzano und Imer. Mit dem Fahrrad lassen sich ganz entspannt auch die ursprünglichsten Winkel dieser Bergflecken entdecken. Wir beginnen mit Siror, der sich durch wunderschöne Fresken, enge Gassen und antike Häuser auszeichnet. Donadico ist eine Ortschaft reich an Zeugen der Geschichte, unter denen die Kirche von San Vittore hervorsticht. Wir fahren weiter bis nach Transacqua, von wo aus die alte dem heiligen Markus geweihten Kirche das ganze Tal dominiert. Auch in diesem mitten im Grünen liegenden Dorf sind zahlreiche Fresken zu bewundern. Über den Fahrradweg von Primiero erreichen wir Mezzano. Die interessanteste Architekturstruktur dieses Ortes ist unumstritten der Bogen der Miceli, der auf 1500 zurückzuführen ist. Am Wildbach Cismon entlang, noch ein paar Tritte in die Pedalen und wir erreichen Imer, mit einem herrlichen Panorama und vielen Zeitzeugen. Noch zwei weitere außergewöhnliche Alpenpässe zeichnen Primiero aus, der Passo Cereda mit den naheliegenden Orten Sagrond und Miss, die mitten in noch unberührter Natur liegen, und der Passo Gobbera, der uns mit seiner charakteristischen Ortschaft zur Entdeckung des Tals des Vanoi führt. In diesem Tal liegen viele kleine Orte im Grünen. Canal San Bovo, Ronco, Prade, Cicona, Zortea, Cauria. Jeder dieser Ortschaften zeichnet sich durch ein einzigartiges Umfeld und ursprüngliche architektonische Strukturen aus, die mit der Vergangenheit verbunden sind. In San Martino di Castrozza, Primiero und Vanoi ist das Angebot an Unterbringungsmöglichkeiten reichhaltig und qualitativ gut. Es reicht vom edlen Hotel mit Wellnesszentrum über Zimmervermietung, Bed and Breakfast und Mietwohnungen bis zum Campingplatz. Die familiäre Leitung macht alle zu etwas ganz Besonderem und der Gast fühlt sich hier jederzeit wie zu Hause. Die ortstypische Küche zeichnet sich durch Rezepte aus, die von der Tradition und den für diese Täler typischen Produkte inspiriert werden. Alle von hoher Qualität und gänzlich unverfälscht, stets begleitet von den hochwertigen Vini Trentini. Diese Spezialitäten kann man sich neben Gerichten aus der internationalen Küche in den eleganten Hotels der Gegend schmecken lassen. In Agritours und anderen charakteristischeren Lokalen können wir die Ursprünge dieser typischen Produkte entdecken.
Die Aufmerksamkeit den Familien gegenüber ist in San Martino di Castrozza, Primiero und Vanoi sehr wichtig. Deshalb gibt es hier die sympathische Veranstaltung Primiero Family Fun, bei der Kinder bis zu 12 Jahren an einem Wochenprogramm teilnehmen können, das auch Mama und Papa interessieren wird. In den Tälern sichern die zahlreichen Spielparks, großen und kleinen, Spaß und Entspannung mit vielen Veranstaltungen für die kleinen Gäste. Eine Verbindung von Natur und Technologie bietet Sentieri Vivi, lebendige Pfade, ein GPS-Palm, von dem sich der Tourist Schritt für Schritt bei der Entdeckung des Gebiets führen lassen kann. Durch das Einprogrammieren einer Strecke kann man ihr mit Hilfe des Palmgeräts folgen, in Realzeit Informationen über Geschichte, Kultur, lokale Flora und Fauna abrufen und sich am Ende des Tages auch die abgelaufene Route ausdrucken lassen. San Martino di Castrozza, Primiero und Vanoi bieten ein einzigartiges Ambiente, in dem sich Entspannung und Sport jeden Tag abwechseln können. Von den ruhigen Spaziergängen auf der Talsohle geht's weiter zu den vielen Aktivitäten, die nur das echte Gebirge bieten kann. Wanderer nutzen die zahlreichen Berghütten in dieser Gegend, die in Gebieten einzigartiger Schönheit und im Angesicht der herrlichen Palle di San Martino liegen, als Ausgangsbasis. Hier ist der Alpinsport zu Hause. Pfade, die sich vom Porphyr der Lagorai bis zu den langen Steigungen auf das helle Dolomitgestein der Palle winden, werden alle Sportler begeistern. Bergführer führen uns sicher über atemberaubende Routen. Auch die zahlreichen Klettersteige sollten dabei nicht vergessen werden. Eine echte Alternative, um im Gebirge herrliche Erlebnisse zu machen. Auch für die Freunde des Trekking bietet die Umgebung viele Touren. Die bekannteste ist dabei Trekking delle Legende, die Legendenroute, die ausgehend von der herrlichen Hochebene der Palle di San Martino verschiedene Orte in den Dolomiten miteinander verbindet. Diese Wanderer durchqueren das Val Canali, reich an unvergesslichen Orten in herrlicher Natur. Es ist im Sommer eines der bekanntesten Ziele. Im Val Canali steht auch Villa Welsberg, der Sitz des Naturparks Paneveggio Palle di San Martino, mitten in den grünen Wäldern dieses Gebiets. Wer gerne mit dem Mountainbike unterwegs ist, findet hier ein ideales Umfeld. Diese außergewöhnliche Natur beschenkt uns mit unvergesslichen, mehr oder weniger schweren Fahrradtouren im Herzen der Dolomiten. Im Gebirgsbach Vanoi spielt das Kanu die Hauptrolle. In diesem Wasser können Sportler ihre Leidenschaft für diese Sportart ausleben. Auch Angeln oder einfach die Entspannung in den frischen Gewässern sind eine Alternative zu den traditionelleren Aktivitäten im Gebirge. Sommer und Herbst schenken uns großartige Erfolgserlebnisse beim Sammeln der wertvollen Pilze in unseren Wäldern. Unvergesslich auch die Reitwege, die sich durch die herrlichen Wälder von San Martino di Castrozza, Primiero und Vanoi ziehen. Auf malerischen Wanderungen entdecken wir antike Militärposten. Auch für Familien gibt es unzählige leichte Wanderrouten. Ein Beispiel dafür ist der ethnografische oder völkerkundliche Pfad des Vanoi, der durch Geschichte und Kultur vergangener Zeiten führt. Die Architektur und Kunstschönheiten der Orte in den Tälern verführen zu angenehmen und lehrreichen Spaziergängen auf ihren Straßen. Am Ende eines solch ausgefüllten Tages erwartet uns ein modernes Schwimmbad, in dem man sich entspannen und bis in die Nacht hinein schwimmen kann. Die Wellnesszentren der Hotels schenken uns Momente der Entspannung mit Behandlungen, die Körper, Seele und Geist während des Urlaubs Erholung garantieren.
Fitnesszentren, Behandlungen jeder Art, Saunen, Schwimmbäder und Profimasseure stehen uns jederzeit zur Verfügung. Nach Sonnenuntergang werden wir in den zahlreichen typischen Lokale der Gegend freundlich empfangen und die familiäre Behandlung zeichnet die dort verbrachten Abende aus. Nach einem langen Tag zu den Füßen der Palle di San Martino ist der Spaß nach Sonnenuntergang aber nicht einfach vorbei. Musik, Vergnügen und unbekümmerte Fröhlichkeit schenken uns weitere kleine große Emotionen. In San Martino di Castrozza, Primiero und Vanoi hat man ein authentisches Gebirgserlebnis in echter Natur, die von Sonnenauf bis Untergang in jedem Monat des Jahres entdecken werden kann.